Nils, herzlichen Glückwunsch zu einem richtig starken Leeling Cup, den deine Mannschaft gespielt hat. Ja, wie sind deine ersten Worte, nachdem der vierte Platz sozusagen feststeht und die Siegerehrung vorbei ist? Ja, erstmal Kompliment an den Veranstalter. Der Leeling Cup ist eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, top organisiert. Wir waren von der ersten Minute an bis zur letzten auch top betreut. Und ja, dass wir natürlich sportlich so weit gekommen sind, macht uns natürlich auch riesig stolz. Die Jungs haben sich ganz, ganz toll präsentiert. Ich glaube, wir haben einen erfrischenden Fußball gespielt. Wir haben die Zuschauer auch begeistert. Und ich glaube, wir haben den ein oder anderen Sympathiepunkt mehr gewonnen. Du sprichst die Platzierung an, es ist die erfolgreichste Platzierung, die der SV in Wiesbaden überhaupt jemals geholt hat, natürlich allerdings auch erstmals als Bundesligist. Ja, das macht uns natürlich schon stolz. Ja. Wir haben uns natürlich schon sehr gefreut, dass wir ins Halbfinale gekommen sind. Natürlich, wenn man im Halbfinale ist, würde man dann gerne auch das Finale bestreiten, dass wir dann am Ende die zwei Spiele auch verloren haben. Ja, da haben uns vielleicht den ein oder andere Körner auch gefehlt, aber nichtsdestotrotz. Wir haben sehr, sehr teuer uns verkauft. Ich bin richtig stolz auf die Jungs. Aber klar ist auch, jetzt ist der Leeling Cup auch abgehakt und ab morgen geht es dann in die Vorbereitung auf unser erstes Punktspiel zu Hause gegen Nürnberg. Und da wollen wir uns natürlich dementsprechend auch weiter gut verkaufen und gut präsentieren. Mit welchen Qualitäten hat die Mannschaft insbesondere am ersten Tag hier die Zuschauer begeistert? Ja, nicht nur am ersten, auch am zweiten Tag haben wir die Gruppenspiele alle gewonnen und ich glaube, die Jungs haben im Kollektiv sehr erfrischenden Fußball gespielt, aber auch in vielen Situationen haben sie 1-gegen-1-Situationen offensiv und defensiv super gelöst und haben sich belohnt mit vielen Toren. Wir haben auch in der Vorrunde die wenigsten Gegentore bekommen und ich glaube, wir sind zu Recht in die Endrunde eingezogen und sind stolz auf den vierten Tabellenplatz. Im Vorfeld haben wir auch schon darüber gesprochen, was es für dich sozusagen bedeutet als ehemaliger Sonnenberger Spieler, der daran teilgenommen hat, das jetzt als sozusagen Trainer auf höchstem Juniorenniveau zu wiederholen. Wie war's? Ja, war schon schön, alte Bekannte zu treffen. Wie schon gesagt, ich habe den dritten Leeling Cup als Spieler 1996 auch in der Elsässer Halle noch gespielt und viele ehemalige Kollegen getroffen, Bekannte, Mitspieler. Und umso schöner war es natürlich, als Trainer jetzt auch noch hier dabei zu sein, gut abzuschneiden. Somit schließt sich der Kreis und ja, alles gesagt. Dann bleiben wir dabei. Dankeschön. Bitte.